Auf diesen üppigen Feldern wächst frischer, saftiger Hopfen, der in wenigen Wochen geerntet und in einem vollendeten Verfahren zu aromatischem Bier verarbeitet wird. Hallo, mein Name ist Franz Meurer und ich bin seit 23 Jahren Braumeister hier in der Brauerei Schloss Stolzenburg. Bevor unser Bier diese Brauerei verlässt, stelle ich mit dem Easy Plus Juvivis von Mettler Toledo die einwandfreie Qualität unserer Produkte sicher. Die großen Vorteile dieses Messinstrumentes sind seine kompakte Größe und seine einfache Bedienbarkeit. Mit nur einem Gerät kann ich gleich drei Messaufgaben abdecken: die Farbe des Biers, den Polyphenolgehalt sowie die Untersuchung des Abwassers. Die Endergebnisse kann ich dann schnell und sehr übersichtlich ablesen und das verbessert und erleichtert die Qualitätskontrolle zusätzlich. Das beschleunigt Prozesse, die früher viel mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Für die Bierfarbmessung nach EBC bereite ich zunächst zwei Küvetten mit einer Probe und destilliertem Wasser vor. Und dann wähle ich auf dem Gerät die gewünschte Messmethode Beer Color aus. Nun stelle ich beide Küvetten in das Messgerät und schließe den Deckel. Die Messung für den Blindwert startet dabei automatisch. Anschließend rotiere ich die Probenküvette in die Messposition und schließe erneut den Deckel. Mit diesem handlichen Barcode-Lesegerät kann die Proben-ID auf der Flasche abgescannt werden, um diese genau zuzuordnen. Die Messung startet wieder automatisch und das Ergebnis erscheint auf dem Display. Anschließend können noch weitere Proben vermessen werden, indem die Küvette ausgetauscht wird und eine neue Proben-ID eingegeben oder eingescannt wird. Das neue Ergebnis erscheint. Für die Bestimmung des Polyphenolgehaltes fülle ich die bereits vorbereiteten Lösungen für Probe und Blindwert in die Küvetten und wähle die entsprechende Messmethode aus der Methodenliste aus. Jetzt platziere ich die Küvette mit der Blindwertprobe an der richtigen Position, schließe den Deckel und warte, bis das Ergebnis erscheint. Um den Polyphenolgehalt in meinem Bier zu bestimmen, wird nun die Blindwertküvette gegen die Probenküvette getauscht. Das Messergebnis zeigt mir, die Qualitätskriterien stimmen. Für die Bestimmung des CSB-Gehaltes unseres Abwassers verwende ich einen Spektroquant-Testkit. Dafür verwende ich die bereits vorbereiteten Proben meiner Kollegin. Ich stelle die Kategorie Spektroquant ein und das Gerät scannt den Barcode auf der Rundküvette mit dem eingebauten Barcode-Scanner. Nachdem ich den Deckel geschlossen habe, startet die Messung und danach kann ich das Ergebnis wieder ablesen. Für die Analyse des Orthophosphatgehaltes wechsle ich die Rundküvette. Das Gerät wählt automatisch aufgrund des eingescannten Barcodes die Orthophosphatmethode aus und verlangt nach der Blindwertküvette. Nach erfolgreicher Blindwertbestimmung setze ich nun wieder die Rundküvette zur Bestimmung des Orthophosphatgehaltes ein. Nach dem Schließen des Deckels sehe ich sehr schnell das Messergebnis und kann so beurteilen, ob meine Grenzwerte eingehalten werden. Mit dem Easy Plus Instrument von Mettler Toledo kann ich sicherstellen, dass die Qualität stimmt.